Guten Tag, liebe Abonnentinnen und Abonnentinnen. 2:1 steht es nach jetzigem Stand. Wie geht's im Spezialcup aus? Das werden wir nun sehen. Ich, Link bei 125 und... Ich, Jake Mott. Dann starten wir direkt im Spezialcup. Auch wieder einige sehr nette Strecken. Vor allen Dingen die erste hier, Wario Colosseum. Ja, die ist schon ziemlich cool. Das stimmt wohl. Vor allem mit den Kreiseln und... Hat auch nur zwei Runden. Ja, stimmt. Eine kleine Spezialität könnte man schon fast sagen. Ja. Eigentlich hat ja jede Runde drei, nur Baby Park hat acht. Sieben. Sieben, stimmt, genau. Und diese hat halt zwei. Dafür ist sie aber auch wesentlich länger als alle anderen Strecken. Naja, geht direkt hier gut los, fünfter Platz. Und hier eine Banane hinzulegen oder so. Oder gerade eben, wo diese riesige Rampe war. Das ist immer schön nice. Ja, ich hatte ja gehofft, mit meinen drei grünen Panzern, die ich dir da hinterher geschmissen habe, mich irgendwie noch aus der Bahn bringen zu können. Aber das war ein Trugschluss. Ja. Oh, Ständchen. Dann komme ich mal direkt hinter dir her, ne? Ich glaube, dass ich das nicht schaffen werde, dich zu erreichen. Nee. Oh, boah, das war gar nicht mal so unknapp. Ja! Das gibt es nicht. Ach, der hat dich auf die Seiten. Ja, zum Glück. Ich dachte, das wäre es für dich gewesen. Ich hatte auch damit gerechnet. Meine Fresse. Ja, das geht direkt erstmal sehr schön los hier. Obwohl das ja jetzt schon direkt die zweite Runde ist. Zumindest für mich. Yes. Versprich dir bloß nichts dadurch. Du bist nicht pflanzig groß. Ach, die ist runtergefallen. Ja, da wird man ja direkt vom Stern erlöst. Ich kann hier nicht driften. Oh cool, ich habe eine Banane und gehe in den Kreise. Schön. Aber kleine Bananen gehen eigentlich besser, sind dann noch die großen von Donkey Kong. Ja, das ist schon richtig ekelhaft, wenn man die hat. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit kriege ich den Driftbonus irgendwie nicht mehr. Wenn man mit deinem Joystick ein bisschen hin und her wackelt, ja, kriegt man ja einen blauen, das sieht man anhand der Funken unten, dass die blau werden. Und dann kriegt man so einen leichten Schub noch. Und keine Ahnung, in letzter Zeit bringt es mir nicht so wirklich, diesen Bonus zu erlangen. Ich kann mich noch nicht mal auf der Strecke halten, also. Oh, oh. Okay, das ist mies. Also das kann ich schon in die Tonne hauen hier, diesen hier. Ja, den gesamten Cup vielleicht nicht, aber die Runde, also die Strecke ist schon für dich ziemlich stark gelaufen. Nein! Boah, ganz. Du brauchst schon ganz viel Glück jetzt mit dem letzten Item hier, dass ich noch irgendwie vorkomme. Nein, irgendwas. Und oh, ich krieg sogar gar keine Item. Da ist irgendwas reingefahren, erster, ich glaub's nicht. Boah, was ein Glück. Habt ihr das gesehen? So viel Glück konnte ich jetzt kaum rechnen. Ach, gibt's nicht. Dabei hatte ich sogar schon noch drei Pilze und ich bin trotzdem zu langsam. War ein Sternchen-Duell, wa? Ja. Oh Gott. Ich glaube, das wird wieder der Ausgleich in diesem Paar, in diesem Cup. Ah, komm. Nicht direkt hier den Kopf in den Sand stecken. Vergiss, es kommt am Ende noch die glorreiche Sternenpiste und dann Wehe. Kann auch schon alles. Meinst du jetzt den Spezialcup? Wir sind im Spezialcup. Ich meine diesen Ultra-Cup, wo alle Strecken sind, oder? Nein, die letzte Piste von dem. Ach so, Regenbogen Boulevard, ganz ja. Genau. Ich vergesse immer die Namen. Den Namen habe ich generell nicht so. Wie heißt du nochmal? Ich hasse diese Brücke, ich hasse sie so. Deshalb lasse ich auch meinen Kettenhund erstmal schön warten.
Obwohl, wenn du ihn kurz vor der Brücke einsetzt, hast du damit eigentlich eher kein Problem. Ja, das ist mir schon oft genug passiert, dass ich mit dem Ketten und die Kurve aus der Kurve rausgeflogen bin. Deshalb lasse ich das lieber. Ja. Gut, musst du wissen, ne? Eine der Strecken, die ziemlich niedlich gemacht ja. sind, zum Teil auch. Nichtsdestotrotz auch nicht wirklich einfach zu fahren. Besonders hier der Teil nicht. Weil die Kurven hier, ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Kurven hier nehmen muss. Ich krieg's einfach niemals hin. Ich fahre immer gegen diese Baumstämme oder springe darüber. Das verlangsamt einen ja dann doch schon stark. Ich habe eine ziemlich nette Überraschung für dich. Ja, ich sehe es. Ich hoffe, es gefällt dir. Geht. Ja, das ist schön. Ja. Hab schon unangenehmere Sachen bekommen. Ja? Ja. Zum Beispiel? Keine Ahnung, vielleicht den Stern da gerade, den da neulich, wo ich diesen Stachy bekommen habe, oder? Ach so, ja. Ja, gut. Argument ist ein Argument. Eindeutig. Ah, wir sind in der vorletzten Runde schon. Ich fand's aber gerade nice. Vorhin ist mir da so ein Panzer durch zwei Bananen durchgegangen und der hat ihn trotzdem auch noch getroffen, den vor mir fahrenden. Oh, das ist auch nicht häufig. Siebter. Oh, so das läuft ja nicht so gut für dich. Ja, das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Setz mal meinen Geist nach hinten, damit ich irgendwie Wahrscheinlichkeit auf Sternchen oder sowas habe. Hier rechts ist auch eine Abkürzung. Aber die habe ich gerade genommen. Ja, die verlangsamt einen stark. Aber ja, man braucht auch einen Pilz dafür. Genau, mindestens. Also, wenn nicht sogar ein Sternchen. Ja, mit dem Pilz hat es aber geklappt. Und das fand ich nice, wie Bowser da jetzt noch vor mir in diese Riesenbanane gekracht ist. Das hat mir jetzt den zweiten Platz gesichert, außer ich bin so blöd, fahr gegen das Ding und werde jetzt Dritter. Nee, werde Zweiter. Gerade so. Nein, ich habe noch den fünften geschafft. Damit bin ich noch vor dir. So. Was sagt die Punkte? Punktetafel. Dass ich 9. Ah, jetzt bin ich schon mal ein bisschen im Steigerung. Moment wäre ich der Sieger von uns beiden. Von den Punkten her, oder? Ja. Okay. Weil bis jetzt hatten wir mal 3-4er-Kombinationen ja. Und jetzt bin ich im zweiten. Hätte ich den dritten Platz, wäre Ausgleich. Aber noch gibt es 2 Strecken und noch ist es nichts, noch nichts entschieden. Zumindest nicht allzu viel entschieden. Ja, da hast du recht, aber. Ich bin. Boah, auch, alle rein! Warum bin ich jetzt Letzter? Kann mir das jemand mal erklären? Ich bin auch nur Vorletzter, also. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum ich jetzt plötzlich Letzter bin. Der erste Stern ist nice. Gut, dass ich ihn gekriegt habe. 2 geowned. Ja, das kam mir auch sehr zugut. Danke dir. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber hast du gut gemacht. Rum. Ach, nicht mit mir. Ach, die Abkürzung da. Ich hab sie gekriegt, aber ich fall trotzdem runter, weil ich zu blöd bin, rückwärts zu fahren. Damit hat sich auch diese Runde für mich erledigt. Schade. Damit würde ich jetzt auch schon das Gesamte abbrechen. Das war schön, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Und so weiter, ne? Ich habe übrigens eine kleine Überraschung für dich. Die wird dir ja. sehr zugutekommen. Ich hoffe, du freust dich. Unheimlich. Ich habe mir unglaublich viel Mühe gemacht, das zusammenzubringen. Also, die Kosten waren immens. Vor allen Dingen ist es cool, ich habe gerade ohne Sorge auf dem ersten und nun schon bin ich wieder mit viel Sorge auf dem dritten. Und ich danke dieser unsichtbaren Wand, dass ich nicht in die Lava gefallen bin. Ja, unsichtbare Wände sind immer sehr nett.
Das stimmt schon. Nicht immer, aber... Ich habe den Blitz nicht abbekommen, weil ich davor von einem Panzer getroffen wurde. Das, lame. Das finde ich jetzt sehr nett. Lame. Was ist lame? Dass du nicht kleiner geworden bist. Nee, das ist eigentlich ziemlich cool. Tatsächlicherweise. Nice. Kostet mir jetzt dann doch schon Konzentration und Anstrengung. Egal, lass ich mich davon treffen. Nur um das Ding nicht zu kriegen. Meine Fresse. Oh, verschwinde, Pflanze! Und war Luigi. Wie dumm bin ich eigentlich manchmal und da brauchst du jetzt nicht drauf anzuworten. Schade. Hätte ich gerne gemacht. Tja. Ach, es geht weiter. Nee, echt? Oh, dazu, das war jetzt ja, schon die dritte. Ja, das passiert mir. Boah, das, du glaubst nicht, wie häufig mir das passiert, ne? Ich mich damit vertue. Das kommt so häufig vor. Viel zu häufig auf jeden Fall. Und du willst da was sagen, dass ich dieses... Du willst dich da über meine Dummheit äußern. Woll nicht, aber bei der Größe muss man, schätze ich mal, ne? Also... Ja, ich weiß, ich bin immer einer der sehr freundlichen Charaktere. Ich liebe es, mir überall Freunde zu machen. Mit meiner unglaublich charmanten Art. Das finde ich vor allen Dingen gut, weil dadurch, wer weiß, wie viele Abonnenten ich dann habe, aber ich werde eh nicht mehr als 88 kriegen. Ich weiß auch nicht wieso. Deshalb, es war auch genauso geil, dass jetzt mich schon wieder so ein Ding getroffen hat. Immerhin, ich bin nicht mehr auf dem 8. Das freut mich. Oh! Ha, krass, die Abkürzung hat mich mal eben auf den 2. befördert. Ja, weil ich dir auch ein bisschen Schützenhilfe da geleistet habe. Yes. Über den 1. kann ich mich freuen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow. Einfach mal durch eine kurze Abkürzung direkt auf den 2. Aber nur dank mir. Ja, stimmt. Du hast die da hinten alle. Ja. Aber die waren sowieso alle ziemlich nah aneinander, die Blöcke. Also der Starterblock. 19. Welcher Platz jetzt? Jetzt bin ich Dritter. Und wieso bist du Erster? Weil ich gut bin. Ach du Scheiße, dann wird ja jetzt eigentlich die letzte Strecke alles entscheiden. Tatsache. Oh, Regenbogen, wunderbar. Die richtig übelste. So oft, wie ich da schon in Online Mario Kart wie gefehlt habe. Gut, die ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut, aber... Das wird nicht... Das wird, ja, ich weiß nicht, ob es feierlich oder nicht feierlich wird. Auf jeden Fall... Und kleines Novum gibt's auch schon. Wir sind ein bisschen länger, dieser Part, als die vorherigen. Zeigt, dass die Spezialstrecken ein bisschen länger sind. Ja. Verschwinde. Mhm. Beinahe. Oh, nee. Oh, bist du da stecken geblieben? Ja. Oh, das ist mies. Ich bin jetzt auch schon gar nicht mehr auf dieser Strecke von wegen, ja, ich will, dass ich besser bin als du. Ich bin eigentlich nur, Hauptsache, ich komme hier nicht durch, ohne komplett zu failen. Und deswegen wünsche ich auch meinem Team, ja, nicht Teampartner, meinem Gegner hier auch ein wenig Glück. Ist ja irgendwo noch irgendwo sollte ja noch Fair Play herkommen. Das ist eine gute Einstellung. Ja, ich schätze mal, ich werde sie von dir nicht zurückbekommen, richtig? Doch, ein bisschen schon. Hm. Muss ich mich wohl mit zufrieden geben. Allerdings nein! Oh, das war knapp. So knapp. Allerdings ein bisschen... Ja, möchte ich auch sein, so... Ich fahr zwar nicht Mario Kart wie online alle beruhigt, aber so wie ich das in DK gemacht habe und... Das war dumm. Wow, woher kam die Bombe? Die war, glaube ich, in meinem Ei drin. In meinem Yoshi-Ei. Ja, und VF kommt oft, würde ich sagen, ne? Über mich drüber geworfen. Nicht schlecht. Aber ich finde, so wie es jetzt bisher läuft, stellst du dich da ganz gut an, also. Ja, ich hatte auch schon häufig genug diese Strecke trainiert. Glaub mal.
Diese Strecke ist wirklich eine der Strecken, die ich tatsächlich trainiert habe. Da habe ich mich einfach alleine an die GameCube gesetzt, weil das ist eigentlich ein Spiel, was ich generell nur mit mehreren Leuten spiele. Dankeschön. Ja, kein Problem. Wie gesagt, immer wieder gerne, ne? Brauchst du nur sagen und ich bin für dich da. Und diese Strecke habe ich doch tatsächlich dann alleine geübt. Aha. Weil mich das irgendwie aufgeregt hat. Vielen Dank. Oh, das war nicht meine Absicht. So merkwürdig sich das anhört, das war tatsächlich nicht meine Absicht. Könnten wir schon langsam den Sieg an dich übertragen nach Punkten gesehen, also nach... Noch haben wir eine Runde. Ja, aber... Nur weil ich bis jetzt keine Scheiße gebaut habe, heißt das nicht, dass sich das nicht ändert. So weit bist du nicht von mir entfernt. Und so wie es im Moment aussieht, wird das auch so bleiben. Mache ich? Das ist die große Frage. Fail? Ja. Schätze es jetzt mal einfach ganz stark. Weil das ist einer dieser Sachen, die einfach verdammt häufig passieren. Vielen Dank, mein Freund. Sehr gerne. Na, so mit einfach nur rufen und kommen. Ne? Das ist ein Thema, was ich an Yoshi so abgrundtief hasse, dass er sich von allem Möglichen so richtig leicht von der Strecke schmeißen lässt. Und da ist jetzt die große und berechtigte Frage, warum nehme ich den eigentlich immer? Das frage ich mich auch. Yoshi ist ein ziemlich netter Charakter. Gut, er kann nichts, aber hey, muss man denn immer was auf dem Kasten haben? Weil mir gerade eine Sache einfällt, wo er was gekonnt hat, nämlich bei Smash Bros., wo ich da in dieser Schlucht war, da hat er ordentlich aufgeräumt, aber... Ja. Was war es dann auch schon, ne? Ob der Stern mir noch was bringen, wirken kann, ich schätze nicht. Boah, ich hoffe nur einfach, dass ich das jetzt schaffe, vor dir. Wirst du auch. Da muss schon ein Wunder passieren, damit das jetzt noch also, nicht läuft. Also, das Wunder ist am Laufen, sagen wir so, aber nee, jetzt nicht mehr. Da helfen selbst zwei Sterne nicht mehr. Immerhin Dritter. Und da ich Fünfter bin, hast du auch noch Punkten gewonnen. Das ist gut. Naja. Damit werde ich wohl den dritten Platz ergattert haben. Insgesamt jetzt. Ja. Nee, sogar den zweiten. Tja. Wow. Ja, damit habe ich, schätze ich mal, unser kleines Duell dann im Endeffekt doch noch gewonnen. War bis zum Ende nach Punkten, nach Cups ist es Gleichstand. Ja, das stimmt. Und ja, es gibt noch diesen Ultra Cup mit allen, aber die haben wir ja schon im Grunde gezeigt, alle die Strecken und... Deswegen werden wir den schätze ich mal nicht fahren. Ja. Weil dann könnte es ja immer noch sein, dass er noch gegen mich gewinnen würde. Ne, mein Freund? Ist klar. Das ist auf Wii wird das alles anders aussehen, da bin ich mir sicher. Ich werde niemals gegen dich auf Wii fahren, das habe ich jetzt schon mal von Anfang an. Das werden wir schon auch sehen. Gut, ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen und... Wie es weitergeht, sehen wir dann. Willst du mich an die Wii-Controller fesseln, oder was? Wer weiß. Okay, wir sehen uns. Bis dann und ciao. Ciao.